Melissa, könntest du dich bitte unseren Lesern vorstellen? Ja, ich bin Melissa, hallo. Ich bin 33 Jahre alt und gerade in München, weil ich für Anything Goes hier bin, für die Wiederaufnahme in der Reithalle. Und ja, ich bin froh, hier in München zu sein, weil ich hier sehr lange gelebt habe, hier studiert habe und mich hier sehr wohl fühle. Und in Wien bist du derzeit als Eleonore in Schikaneder zu sehen. Kannst du uns etwas über die Rolle erzählen? Eleonore ist für mich meine Traumrolle, von der ich damals gar nicht wusste, dass es so eine Rolle geben könnte. Ich habe alles, was ich spielen kann in dieser Rolle. Also ich eine Gefühlspalette, die alles übertrifft, was ich mir je vorgestellt hätte, dass eine Rolle sowas haben kann. Ich habe wunderschöne Lieder zu singen und eine starke Frau zu spielen, die sehr viele Schicksalsschläge durchleiden muss und damit umgehen lernen muss. Ja, das klang ein bisschen komisch, dieser Satz. Ich werde einen ganz neuen Stil entwickeln und das Theater für alle Zeit verändern. Ich träum groß, so wie ich. Nein, ist keine Antwort für mich. Wir sind stark, wir sind frei. Nichts und niemand hält uns zurück, denn wir zwei. In Wien hast du die Rolle in der Welturaufführung verkörpert. Wie war die Rolle in Zusammenarbeit mit dem Kreativteam zu erarbeiten? Das war ein Geschenk. Trevor Nunn, der Regisseur, ist wirklich einer der liebsten Menschen, den ich hier kennengelernt habe. Er ist so höflich und ihm war es auch so wichtig, dass wir zeigen, dass die Frau stark ist und dass die Frau eine Vorreiterin war für den Feminismus, für starke Frauen. Und das hat er direkt am ersten Probentag gesagt und dann wusste ich, okay, wir sind auf einer Wellenlänge. Weil mir das nämlich auch aus dem Lesen der Geschichte ja auch sofort rausgesprungen ist, dass die Frau wichtig ist für uns Frauen. Ja. Und mit Stephen Swartz, dem Komponisten, war es einfach auch großartig. Wir saßen zusammen am Klavier, also er saß am Klavier und ich stand daneben und wir haben überlegt, welche Tonart ist die beste für meine Stimme, wie können wir das noch ein bisschen aufregender machen und zum Beispiel das Ende von Mein Lied, was du ja gerade auch schon gehört hast, wie du gesagt hast, das war eigentlich anders am Ende, das war gar nicht mit so einem hohen Ton und so und dann habe ich da so ein bisschen mit rumgespielt und habe das einfach mal angeboten. Ich habe ihm gesagt, bei einem Durchlauf habe ich gesagt, ich probiere mal was aus, du kannst dann sagen, nein. So. Und dann habe ich es gemacht und das fand er dann gut. Und dann haben wir es zum Beispiel so drin gehabt und solche Sachen, dass man quasi ein Stück mitkreieren kann. Das ist einfach wunderbar. Auch wenn das Stück jetzt zum Beispiel wirklich irgendwie noch woanders hingehen sollte, an den Broadway mit Hugh Jackman oder was auch immer, haben wir die Uraufführung gemacht in Wien. Und das hat auch immer Trevor gesagt, immer wenn wir fertig waren oder wenn irgendwie wieder Szenen geändert wurden und wir wieder neue Sachen, wenn wir neue Zettel bekommen haben, schon wieder oder alles umgestellt wurde, hat einmal gesagt, Original Cast, folks, Original Cast. Also das wird einfach quasi damit irgendwie trösten, dass wir die Uraufführung gemacht haben. Also durch diesen ganzen Stress und so, dass wir das gemacht haben. Noch einmal. Sie beide scheinen jeden Blickkontakt zu meiden. Und keiner zeigt, wovon er fantasiert. Doch man bemerkt auch so, wie's innen drin vibriert. Und irgendwas passiert. War gut heute. Sehr konzentriert. Irgendwas passiert. Und weiter in die Zukunft geschaut, es gab einige Berichte, dass es Pläne für Schikaneder am Broadway gibt. Was ist deine Meinung dazu? Ja, fände ich geil. Also ich würde auf jeden Fall vorsingen gehen für den Broadway. Auch wenn ich da keine Chance haben werde wahrscheinlich. Aber ich liebe dieses Stück, ich liebe diese Rolle. Und ich wünsche dem Stück einfach alles Gute und dass es weitergeht, weil es einfach viel zu gut ist. Mhm. Als dass es nur ein Jahr gespielt wurde. Und könntest du dir Hugh Jackman als Schikaneder vorstellen? Ja, kann ich. Also ich finde, der hat einfach alles, was die Rolle auch
brauchen kann. Also er kann singen, er kann super gut spielen, er ist charmant, er sieht gut aus. Also, ja. Hast du eine Lieblingsszene oder ein Lieblingslied im Stück? Ich habe einen Lieblingsszenenblock, das sind so 20 Minuten, die letzten 20, 25 Minuten, weil da nochmal so richtig viel passiert und ich nochmal mein Lied singen darf und wir da mit den Kollegen, also ich habe da ja dann Szenen mit Marc und mit Katie und da sind nochmal so viele Wendungen, die ich spielen darf und das ist für mich als Schauspielerin einfach großartig. Und Schikaneder, das Stück an sich, ist eher klassisch, fast operettenhaft. Solche Rollen hast du schon öfters gespielt, so eher klassische. Ja. Was macht für dich den Reiz an diesen Engagements aus? Dass ich mit meiner natürlichen Stimme singen kann. Also, dass ich genau so singen kann, wie es aus mir herauskommt. Ich muss nicht einem anderen Klangideal entsprechen, sondern darf einfach so singen, wie ich bin. Und das ist schön, wenn man so sein darf, wie man ist. Und wann kamst du zum ersten Mal in Kontakt mit Musicals? Wie hast du dich entschlossen, dass du Musical-Darstellerin werden möchtest? Also ich habe immer schon sehr viel Musik gemacht, ich habe immer Geige gespielt und mein erstes Musical war wahrscheinlich Starlight Express, was ich gesehen habe. Nee, vorher habe ich schon Jesus Christ Superstar gesehen. Also diese ganzen My Fair Lady habe ich gesehen in Gelsenkirchen. Und so im Ruhrgebiet gibt es ja mehrere Theater, die diese ganzen Sachen spielen. Und da habe ich das so gesehen. Und es gab mehrere Brücken, würde ich jetzt mal sagen, die mir den Weg gezeigt haben. Und zwar habe ich einmal die Phantom der Oper CD zu Hause gehabt, weil mein Vater die irgendwie in einem Angebotstisch mitgenommen hat. Da habe ich immer gedacht, boah, so möchte ich auch singen können. Das war Anna-Maria Kaufmann auf der CD von Hamburg. Mhm. Mit Hardy Rudolz, meinem Kollegen, als Raoul. Und dann habe ich einen Rock'n'Power-Workshop gemacht, auch in Recklinghausen, also im Ruhrgebiet. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist das, was ich machen möchte. Das ist das, wie ich mich ausdrücken möchte. Und dann habe ich geschaut, wie kann ich das werden. Und jetzt stehen wir kurz vor dem Jahreswechsel. Was sind deine Pläne für 2017? Also beruflich habe ich als Plan erstmal weiter schön, erstmal Anything Goes zu spielen, dann Schikaneder toll zum Ende zu bringen. Die Rolle werde ich sehr vermissen. Als ich gehört habe, dass wir nicht verlängern über den Sommer, habe ich echt gedacht, wow. Da war ich richtig traurig, obwohl ich jetzt noch ein halbes Jahr vor mir habe, aber weil ich die Rolle so sehr liebe. Und dann mache ich ja Rebecca in Tecklenburg und darauf freue ich mich auch sehr. Und danach weiß ich noch nicht, was kommt. Also, ich hoffe, dass danach etwas Schönes kommt. Also, ich hoffe erstmal, dass ich so ein bisschen Urlaub machen kann. Das wäre ganz gut, weil ich die letzten Jahre irgendwie immer durcharbeite. Ich würde gerne nach Vietnam reisen oder nach Kuba oder nach Hawaii, also irgendwohin weit weg und mal so ein bisschen was sehen und weiterhin so gesund und glücklich zu sein. Das hoffe ich, dass ich das bleibe. Schön. Dann vielen Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Aus! Vorbei! Ein neuer Anfang, ein neuer Anfang. Oh.